Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Robin Hood Sherwood Builders. Ja, wir werden in der heutigen Folge nochmal ein bisschen Geld verdienen gehen. Wir sind nämlich wirklich ganz schön broke. Wir haben in der letzten Folge wieder haufenweise Upgrades gemacht. Und sind jetzt halt ziemlich broke. Jetzt muss das Cash auch erstmal wieder in die Taschen gespielt werden, ne? Wie man das halt kennt. Und dafür müssen wir jetzt ein paar Quests machen. Zum Beispiel bei dieser netten jungen Dame. Milord, help. You seem like someone who can handle himself in the woods. Ach so, ja stimmt, das war die, die wo man Verfolger 3 brauchte. God be good. It's my husband Jordan. He went mushroom picking and hasn't been back for too long. Maybe he took a break from it at a local inn. That's not like him. Something must have happened. Can you track people? Yeah, of course. This forest is my home. Then you are a godsend. Please, look around our house. Maybe you'll find some sort of trail. All right. I'll be back with your Jordan. Gut, dann gucken wir mal. Ob wir irgendwas finden. Aha, das sieht doch gut aus. Was ist denn das hier? Pilze. Alter, da sind sich welche am Falten da drin. Soll? Muss ich den klatschen? Hier kommt den klatsche ich eben. Ja, dieses Schwert schmilzt so durch die durch. Das ist so geil einfach nur. Look at that. Die können überhaupt nichts machen. Einfach nur am Rechtsklick spammen. Truhe des Lehrlings. Nice. So, wo ist denn der Drecksack? Da hinten. Muss leider noch sterben. Und zang. Nice. Alter, voll viele Münzen. Das sehe ich mir doch alle ein, Digga. Was ist da los? Okay, jetzt nochmal auf ein neues. Wir wollten eigentlich nämlich ja hier dieser Spur folgen. Ah, zack. Hier sind Pilze und dann geht's weiter. Es. Will ich einmal wieder verfolgen, diese Pilzspur hier. Ja doch, hier sind Pilze. Jetzt müssen wir ein bisschen Ausschau halten, wo die hier drüben sind. Ach hier, da geht's weiter. Pilz. Hey, Mike. Ja, die ganzen Pilze verloren, der Vogel. Mal wieder ausgeschaltet, ne? Hier sind Pilze. Ist er hier über die Brücke geflitzt? Ja, über die Brücke geflitzt. Pilz. Also noch mehr Pilze. Ja, es geht jetzt erstmal eine ganze Weile lang da lang. Was ist das? Wieder auch noch irgendwas. Okay. Geht tatsächlich nur noch hier den letzten Pilz. Where did you go, Jordan? Where are you at? Irgendwelche Tierspuren. Da suche ich an ihn nach. Ah, hier ist so ein Pilz. Ist er wahrscheinlich hier lang, oder? Ah, hier ist. Ah. Oh, er wird von irgendwelchen Waldmenschen wieder angegriffen. Erstmal den Bärenheini umlegen. Der ist immer der, der am gefährlichsten ist, tatsächlich. Einfach wieder auf den Kopf, Digga. Ich schwör, ich finde das so witzig. Und tschüss. Everything okay? I've beaten these demons, and I'll beat you too. Ja, entspann dich. Hold on and be calm. Jordan, is it? Correct. That's what they call me. I had the strength of the forest within me. So mind what you're asking. Die Kraft des Waldes in dir hast. Let me see you better.
What did you stuff yourself with? Which mushrooms did you try? The special ones. They gave me power. Mm-hmm. They'd also given you a swift death if I hadn't fought those demons. They were werewolves, and I almost had them all by myself. Green face. No, they weren't. And no, you didn't. This is no time for a debate. Your wife is worried. Matilda, I've forgotten all about her. I must get back. Well, isn't this the perfect timing for a good memory? I'll take you home. You're in no state to travel on your own. Okay. Dann bringen wir ihn mal zurück. Moment, ich werde mich mal einmal healen. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich wieder Enemies. Ja, da vorne stehen sie doch schon, die Experten. Attackieren wir mal, ne? Attackieren! Not this time, motherfucker. Oh, what? Alter, die fokussen den komplett. Okay, nice. We made it. Weiter? Sehr gut. Und das Bärenfell nehmen wir mal mit. Und hier sind auch nochmal Münzen. Münzen brauchen wir auch dringendst. Ja, wir haben fast alles ausgegeben. Look at das. Wir sind so brokey-mokey. 2000 Cash einfach nur noch. The Forest Lord, Herod, they call him, takes me at hunting. War the oak, where the wood, where the mistletoe prosper. That's where the purpose of life I spy. Oh, der hat sich ja richtig ein paar Pilze reingerendert, ey. Ah, da sind die nächsten. Schicken. Dieses Mal wirst du mich nicht vergiften. Dank. Und abgeschlitzt. Sehr geil. Da. Jetzt müssen wir ja eigentlich safe sein. Davon ist ja gleich schon der Hof von denen. Okay, auf jeden Fall sind da noch zwei Lagerhäuser auch, die wir clearen können. Das ist auch sehr, sehr gut, weil das, ich habe das Zeug verkauft aus den Lagerhäusern. Junge, das hat 4800 Gold gebracht. Das hat wirklich komplett gekracht, ey. I think I had something in my eyes. Did I almost die back there? You almost did. Please, next time be more careful on your mushroom excursions. I will be. I'm sorry. It won't happen again. Take us with you. Bettenbalsam ist gut. Because you know, I mean that I'm sorry. Mm-hmm. Thought as much. Thank you. Ja, sehr gut. Nur Crap drin. Gut, gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann nächster, ne? Gehen wir erstmal zu dir und da vorne ist noch eine Hinrichtung. Also erstmal alles außerhalb von Nottingham. Innerhalb von Nottingham, ihr seht, ist auch noch richtig viel zu holen. Da ist noch eine Quest, da ist noch eine Quest. Hier unten ist auch noch was, das müssen wir gleich noch machen. Und da unten ist nämlich auch noch eine Hinrichtung. Also hier ist noch einiges zu machen in den Midlands. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Aber wir werden alsbald den Sheriff von Nottingham fronten. Und das wird den nicht glücklich stimmen, da bin ich mir ganz sicher. Warte mal, da ist eine Quest, da ist eine Quest und da. Die sind hier in diesem Midlands. What the fuck? What the fuck? Ab. Grüß dich. Your land and field. My land, my field and my sunning woes. So I see. It's like both hail and a storm. Worse! Spirits! Forest spirits! A whole horde of them! Why? Why in the world are they wandering around here? In the night, the king's men. Has anyone helped you? And now it's a sarding smart arse I have on me hands. King's men are good for nothing but puffing and drinking. You'll get neither round here. Right, a naive question. I'll take a look and see if anything can be done about it. Are you joshing me?
just like that, off to fight evil free of charge? Is your mind going? No, but I'm about to change it. No, no, no. I'm sorry. If you could... Okay, dann werden wir das hier mal safen. Schon wieder Waldgeister, die sind aber präsent hier in den Midlands. Crazy shit. Na gut, dann hauen wir die um, die Mistsäcke. Wahrscheinlich terrorisieren die hier die Felder, hat er ja gesagt. Gut, Waldgeister, dann grüßt euch Männer. So, ihr seid aber einige. Ja, da werde ich auf jeden Fall vergiftet werden. Das ich glaube, das wird sich hier nicht vermeiden lassen gegen drei. Also sogar vier. Irgendeiner wird auf jeden Fall gleich was werfen wollen. Okay, wir haben das relativ gut bis jetzt gemacht. Immer schön iframes geused und so. Nice. Okay. That was good. Deren Fell möchte ich auf jeden Fall haben. Ansonsten bitte nur okay, cool. That's what I'm talking about. Yippie. Alright, alright, ladies and gentlemen. Dann gehen wir die Quest mal ab. Now it makes sense. What were those wildlings doing here? Carrying out their plan. Of what? Finding food, and that's the whole story. There's just one problem about them. One! They prefer using their arms over their words. That's their main problem. Hmm. In time, they likely have a go at chasing you off and claiming your house. I see, but now that they're gone, can I go and fix me fens? Yep. You can, but no one knows how many of them prowl around the woods. Thank you, stranger. What do they call you? Let's not be strangers. They call me Robin Hood. I'm Wybert, and I moved here not long ago. Thanks, Robin. But can I ask you something else now? Na sicher. What is it? This whole mess can be sorted. But ja, natürlich braucht er Weidenholz. I'm not sure about going into the forest right now. I'm sure you understand. Ja, ja, ja. Bauen wir das auf. Thank you. I go myself. But after all this, I'm honestly deathly afraid of going in there. Wait till I get back. Okay, cool. 30 Weidenholzer, das ist ja, dann können wir, das passt ja. Wir können das ja direkt mit der Hinrichtung da hinten verbinden. Moment, wir müssen Pfeile in den Köcheln ziehen. Ne? Was haben wir denn? So schwacher Rauchpfeil, Feuerpfeil, ja der. Können wir direkt mit der Hinrichtung in Verbindung bringen, dann machen wir das nämlich alles auf einem. Holen wir uns erst die Hinrichtung und dann holen wir sein Weidenholz. Ups. Dann kriegen wir nämlich auch noch mal ein bisschen Cash. Wir verkriechen uns nämlich jetzt erstmal hier in den Zack, Feierabend mit dem. Und dann hauen wir die nämlich jetzt hier auch noch alle um. Ist auch tot. Oh, er ist ausgewichen, Alter. What? Aha, habe ich zuerst zugehauen. Na dann. Komm her, Bucker. Zeit, um zu sterben. So nämlich. Entspannte Nummer. So, wo ist dein Sack voller Münzen? Ne, Bier will ich nicht da. Sack voller Münzen, den will ich haben.
Dann befreien wir den Kollegen hier nochmal einmal gerade ganz flott. Ihn da hoch hier, ne? Jawohl. Many thanks, hooded one. Naja, nicht der Rede wert. But next time you'll have to be more mindful of your head. Keep this gold, you'll have more use for it. Nee, gib mir mal das Gold. Good luck on the road, stranger. Nee, gib mir mal das Gold. Das Gold ist schon, ganz ehrlich, ich scheiße inzwischen komplett auf den Ruf. Der ist mir sowas von völlig egal. So, hier ist nochmal, achso, guck mal, hier sind nämlich auch nochmal Weide und so ein Kram. Das ist ein Wegweiser und ein Baum, ein Bett. Baum, ja, Bäume sind hier überall, what the fuck. Ne? Da ist auch nochmal ein Wegweiser und ein Bett. Da hinten, das holen wir uns auf jeden Fall auch noch mit. Und wir müssen natürlich auch für ihn hier noch die 30 Weide fahren. Ne? Ching. Wie sieht das eigentlich mit Skill Points aus? 8 Stück. Nee, die kann ich noch nicht ausgeben. Ich wollte ja die Skill Points erst für die neuen Schwertkampffähigkeiten benutzen. 14, das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch so 2 Bäume fällen, könnte ich mir vorstellen. Aber erst halten wir das Bett frei. Da ist ja noch ein Wegweiser, lul. Auch noch. Sicher. Wenn es ja noch einer, den holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Den Weiser. Ganz mit Sicherheit. Das steht fest. Okay. Sehr gut. Gut, dann müssen wir jetzt noch die restliche Weide farmen hier. Und dann bringen wir das Holz zu dem Tünnis. Und dann, ja, können wir uns um die nächste Quest kümmern. Und wenn wir die ganzen Quests abgeschlossen haben, dann werden wir nach Nottingham reingehen. Ja, da sind auch noch 100.000 Quests da drin zu machen. Plus, wir müssen noch mit dem Tinnister quasseln, der da unser Nottingham-Verbündeter ist. Dann geht's eh darum, dass wir bald den Sheriff von Nottingham mal einen Besuch abstatten müssen. Ja, hilft alles nichts. Der Kerl ist bald fällig. Ab zu dem anderen Kollegen hier. Und dann, wie gesagt, hilft alles nichts. Der Sheriff von Nottingham, der ist einfach auch bald fällig. Den müssen wir auf jeden Fall uns auch nochmal vorknüpfen. Ich will auf jeden Fall dazu. Weil der Kollege, den er da jetzt angestellt hatte in der Burg von Sandal Castle, der war ja jetzt keine besondere Herausforderung. Wir haben es ja zweimal pariert, da war der Knockout. Also Loki da mit den Fallen, die er da überall aufgestellt hatte, der war schon schlimmer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der war schon schlimmer. So. Da ist er. Grüß dich. Do you have it, Robin? Yes. They should suffice. I hope you rebuild your farm without any further trouble. Oh, oh, oh. Da geht's jetzt richtig ab in Nottingham Castle. The sheriff appears cold and composed, but like a cornered animal, he bites and snaps at all those around him. He places his greatest hopes in a powerful champion, whose identity thus far remains shrouded in mystery. Oh, okay. Yes, that's plenty. Thank you. Take this to little gift for all your help. Thank you. Until next time, Wybert. Okay, das ist geil. Also da, wir haben auf jeden Fall noch einen dritten Endgegner jetzt, den wir auf jeden Fall noch legen müssen. I can work safely. Thanks to you, Robin. Good to hear that. Okay, cool. Er ist auf jeden Fall jetzt auch wieder fein. Das heißt, wir haben die Quest noch. Ah, da ist Nottingham Castle sogar. Look at that. Das ist Nottingham Castle, da müssen wir rein. Sonst haben wir hier noch ein Lagerhaus, da noch ein Lagerhaus, da oben ist auch noch irgendwas. Er ist noch so viel zu tun hier. What the fuck. Aber erstmal haben wir, wie gesagt, hier unten noch eine Quest, da noch eine Quest und da noch eine Quest. Und die werden wir jetzt auch als erstes erstmal angehen. Das sind jetzt die ersten Schritte, die wir machen werden. Dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen hier.
Ich werde auch gleich die ersten Folgen mal direkt hochladen. Ich habe jetzt wirklich viel... Ups, Alter, ich wollte mich gar nicht heilen. Ich habe jetzt wirklich viel in Folge aufgenommen. Also es waren bestimmt jetzt 5 oder 6 Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe. Jetzt gleich gibt es auf jeden Fall für mich erstmal was zu essen. Denn wir haben inzwischen 14 Uhr. Ja, 14.02 Uhr haben wir sogar, um genau zu sein. Das ist auf jeden Fall gleich die hervorragende Zeit, um mal was zu futtern. Regnet nämlich auch draußen, also es ist hier wirklich komplett tote Hose. Jetzt auf jeden Fall, hier kommt ein Stallmeister hin, das ist immer gut. My lord, the stable master is not at work right now. Bloody hell, where is that good for nothing gone to? Have you lost the stable master? If only. I've also lost my husband. The worst part is, that's one in the same. I understand. Misery likes company. And it's been like this for 20 years, blast it. A stable master is crucial. I'll leave the husband to your judgment. Can I help in any way? By the blazes, I'd be real grateful. Maybe he's off drinking somewhere. Last I saw him was in the stables. I'll have a look around there. Okay. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo der verschwundene Stallmeister hin ist. Ah, da hinten ist was. Da habe ich was gesehen. Okay. Dann wollen wir doch mal hier folgen. Mal gucken, wo der abgeblieben ist. Bin ich richtig? Ich hoffe, ne? Mal auf das Adlerauge warten. Ah, hier wäre es lang gegangen. Wir waren nämlich nicht mehr richtig. Vorne ist noch. Also hier danach müssen wir Ausschau halten. Okay. Hinten ist auch nochmal irgendwie eine Hinrichtung, ne? Da ja, da unten. Okay, dann da lang. Da kann ich bis da hinten gucken, das ist schon mal gut. Unten sind Feinde. Aha, hier könnte das auch sein. Der Stallmeister, sind sie vielleicht hier? Oh. Er hat mich auch gespottet. Das sind aber... Oh, das sind viele mit Bärenfell, Alter. Da ist er mich vergiftet. Das sind ja alle mit Bärenfell. What the fuck? Und ab dafür. Reingehauen. So, da vorne geht's weiter. Scheiß jetzt mal auf deren ganzes Bärenfell. Ach, da ist er doch, oder? Oder ist hier? Ne, das ist nicht der Stallmeister. Kurz gedacht, das ist der Stall. Da hinten ist der Stallmeister. Der wird auch, glaube ich, so wie es aussieht, schon wieder gefrontet. Na dann, wollen wir uns mal anschließen, ne? Alter, ich hab mir einen mitgegeben. Was hätten wir eigentlich für welche? Alter, er flitzt ins Wasser. Oh, wohin mit dir? Ich bin zu weit weg, ne? Okay, muss auf jeden Fall zurück. Und die Quest fehlschlägt. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich gleich ein kleines Bogenschützenduell. Okay. Ach, Laber.
Ja, moin. Thank you, my lord. What a fright I've had here. Bloody nearly tore me head off. Easy. If I know that lot, they wanted to hold you for ransom. So I didn't have to worry. Not necessarily. They'd probably send your hand to your wife as a sign that they're serious. God almighty, good that you came to me rescue. Your wife sent me after you. She's worried that you're gone. Beloved Agnes. God, if not for her. You'll tell her that at home. For now, we have to go. More of them could show up. Okay, da bin ich wieder. Ich musste einmal husten, tut mir leid. Ah, jetzt müssen wir den Kollegen nach Hause begleiten. Das heißt, es kommen nochmal Gegner. Auch irgendwie immer das Gleiche, ne? Rette den, bringe den dahin. Ich weiß nicht. Also an sich, so das Spiel hat mir schon Spaß gemacht. Auch so dann hier Sherwood Forest abzugraden und so. Das hat schon Bock gemacht. Das eigene Banditenlager, so. Aber irgendwie. So ein richtiger Lohner. Also es ist halt free im Game Pass, ne? Geld würde ich dafür nicht bezahlen, bin ich ehrlich. Es ist halt for free im Game Pass. Das ist der einzige Grund, warum es auf meine, warum es auf meinen YouTube-Kanal geschafft hat. Also hätte ich dafür Geld bezahlt, wäre ich glaube ich angepisst gewesen. Muss ich glaube ich zugeben. Dafür, dass es aber free im Game Pass ist, ist alles okay. Wir müssen mal so ein Reparaturkit benutzen auf das Schwert. Zack. Ja, ich weiß nicht. Also das ist der einzige Grund, warum das das überhaupt hier hingeschafft hat. Weil so an sich habe ich schon wirklich deutlich bessere Titel gespielt. Es ist nicht komplett kacke so, versteht mich nicht falsch. Es ist schon okay so, aber es ist auf jeden Fall nichts, wofür ich irgendwie 30, 40 Euro ausgeben würde, bin ich ehrlich. Also, I don't know. Weil wir sind inzwischen, haben wir so krasse Kampfsysteme teilweise in den Spielen. I mean, you know what I mean? Wir drücken hier die ganze Zeit Rechtsklick, ab und zu mal so ein bisschen alt und springen da mal dabei rum oder so, aber... It's here. Many thanks. Tell me your name. I'll know who to pray for. Robin Hood's the name. What matters is that you're back in one piece. Go back to your wife. She must be worried sick. That's for sure. But wait. By the Lord. Robin Hood himself. Impossible. What a miracle. No miracle. You were in luck. Next time, be more mindful. The woods have turned dangerous of late. That's true. I'll be careful. Thank you, Robin. Please accept this as a token of my gratitude. Thank you. A document that will grant you free rides in the area. A groom will know a groom's word and will appreciate the help. Thank you. Take care of yourself and your work. Ja, okay, cool. Dann können wir hier unten noch das Bett einmal freischalten. Und dann geht's direkt zum nächsten. Zunächst. Das ist nämlich auch nochmal ein Schnellreisepunkt. Aber das ist da unten erst, ne? Ja, okay, ne, da gehen wir noch nicht hin. Dann gehen wir erst dahin. Dann gehen wir erst dahin. Die Hinrichtung da hinten müssen wir auch noch unterbrechen. Dann machen wir gleich auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Stopp. Auch für dich eine kleine Aufnahmepause und dann von den ganzen Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, werden dann nämlich jetzt auch erstmal ins Internet gehauen. Wegweiser auch sehr gut. Wo sind wir denn hier? Stopp. Don't you come anywhere near me, you louse. I'm armed and I'll poke you right through the door if I have to. Don't harm the door. It's innocent.
I don't even have ill intentions. Don't have ill intentions? And who plundered my whole village and made an attempt on my life and virtue? Hmm. No attempts on your life, nor all the more your virtue have I made. This is a misunderstanding. Wait, aren't you with the bandits that came here? What? No. I'm Robin Hood, and I'm just traveling through here. To see an empty village is a strange sight. Strange, but when your skull's full of air, then that's what you get. What's going on here? All the people went to see the druid's stall, buy concoctions for all sorts of ailments. A flimsy ploy. Not so flimsy if it got the entire village to go. No sooner were they gone than a band of robbers came and began looting house after house. Is that why you're locked inside this cottage? Yes, besides, I'm too old to fall for such foolishness. I admire your character. Could you open the door so that we could speak like normal people? Absolutely not. I wasn't born yesterday. What if you're lying? I'm not. All right. What do I have to do to make you believe me? Tell me the name of my granddaughter. If the people from the village tell you, then you're no brigand. How could I possibly know that? You'll have to find them. That whole stall is close to the village. But can't you just tell me where the bandits went so I could take care of them? If you're one of them, you'll cover their tracks or warn them. No more haggling. Granddaughter's name. Very well. I'll come back. Okay, cool. Ja, dann. Aber mal, ne? Finde den Stand des Druiden. Ja gut, dann machen wir das. Wo müssen wir denn da hin? Ah, da hinten. Right. Alter, was ist denn hier los? Are you all right? You don't. It's good, so bright and good, bright and green. Pardon. Your face is running. It sank into the hood. I think I know what's happening here. A hood covers your face, or does your face cover your hood? You'd best have a lie down, good man. Okay. What is your name, child? And what? I'm Daw, and I'm not hurt. But I want to go to Grandma's, and Daw is acting odd, and he's scary. What's your Daw's name? And what? Jackin, and he's standing there. I don't understand the things he says. He keeps staring at a tree like I'm not even here. Your grandmother Raina is worried about you, but she is fine. Did you see Grandma Raina? I want to go back to Grandma. The village could be dangerous. Stay here. And come back later with your father. But Da isn't right. He'll get better in a bit. You have to be grown up right now. And take care of him. All right, but if he's not better, I have to go back home. He'll be fine. Wait here for a while. Okay, dann sprechen wir mal wieder mit der Troller, die ja wissen wollte, wie das Mädchen heißt. Ihre Enkelin. Das werden wir ihr dann natürlich jetzt einmal mitteilen, ne? Richtig. So. So, da bist du. Hello. Raina, are you there? I'm here. Is that you, that whole Robin Hood? It's me. Your granddaughter, Daw, is doing fine. She's mining her father. They all have poisoning. Oh, I know the sort of poisoning. Like I said, air in the skulls. So you did. They'll all be fine. Now it's time to sort out those bandits. Aha. Ja, moin. So this is my savior, wonderful. You're saying the villagers are in one piece? Ja. They'll be recovering from their adventure for some time. But they're in one piece. Ja, sehr gut. Good. And the thugs went that way.
I don't know where they are right now and how fast they're moving, but that's the way over there. Besides, they took so much, they must be losing some of our belongings along the way. Okay. Thank you. I'll settle this with them and come back with what they stole. Okay, dann wollen wir mal gucken, was die geklaut haben, Opala. Ja, da müssen wir schon wieder der Spur folgen. Problem ist, die endet hier. Aufs Adlerauge warten? Ah, nee, hier geht's weiter. Hier waren gerade noch Flaschen, habe ich ganz genau gesehen. Aha, hier ist auch noch was. Oh, weiter. Richtung. Okay, wir müssen nochmal warten. Ich habe sonst habe ich hier verloren, worum es hier geht. Das könnte sich ruhig ein bisschen schneller regenerieren dahin. Ah, ich habe nämlich die Spur verloren. Da. Aha, hier geht's weiter. Sehr gut. Ah, nochmal einmal regenerieren lassen. Besser ist. Und dann geht's nämlich genau. Es geht nämlich hier weiter. Hinten ist. Ne? Das hier. Seid ihr die Banditen? Hier ist nochmal, wir müssen uns nochmal regenerieren lassen. Hinten, das sind nicht die Banditen. Hier liegt noch. Auch noch was, das können wir auch noch sehen. Da liegt was. Ja. Voll weit weg, Junge, wie weit sind die mit dem Scheiß gerannt? Sind die. Na cool. Dann sind die hier den Berg hoch, wohl. Mann, das da? Bett. So einfach hier, da auch weiter. Eine Seite Reh. Überhaupt keine Zeit. Ah, hier sind noch Flaschen, okay. Da sind sie. Aha! Now what do we have here? And that's how you do it, men. Dreams are sold, not dreamt. Here! Here! Remunda! It's easier to get people on your side at sweet honey than a thick lash. Remember that, and we'll be rich. Not necessarily. You'll end up with split lips for treating people like that. Who the bloody hell are you? If you value your life, you'd best mind your mouth and leave fast. We won't be talking this way. You felt like cheating, poisoning, and robbing the poor, did you? It's their own fault they're fools and got themselves caught so easily. They've been poor, tired, and used for years. Of course they got caught. You're preying on the weaker, and you have no excuse. What I do have are a dozen hard men, a full belly, and a sharp blade. How about you then? Okay, let's go. Alter. Ja, wir haben ja.
Wir haben ja ordentlich Nahkampfwiderstand inzwischen. Das hätte ich eigentlich gerne noch pariert, aber durfte ich nicht. Naja, gut, machst du nichts. Okay. Oh, das Lehrling schon wieder nur. Warte mal, da liegt doch noch ein... Aha. An Remuda. Remuda, du Schlitzohr. Ich weiß, dass es dir gut geht. Mit all den herzerwärmenden Schwachköpfen, die du in diesen baufälligen Dörfern ausgeplündert hast. Aber so funktioniert unsere Gruppe nicht. Wenn du mir nicht den Teil deiner Beute schickst und ich weiß, dass du eine Menge genommen hast, werde ich meine Männer nach dir schicken. Sie werden dich finden, dir die Beine aus dem Arsch reißen und dann musst du sie selbst wieder annähen. Hast du verstanden? Du bist auch im Rückstand. Du bist auch im Rückstand. Also mach dich an die Arbeit und raube mehr Läden aus. Sonst, das ist ja ein netter Kollege. Naja, die braucht sich keine Gedanken mehr zu machen, dass ihr irgendwelche Beine ausgerissen werden. Das haben wir mal ganz kurz geregelt hier, das Problem. Nur die Beute finden, wa? Achso, ich habe die wahrscheinlich sogar schon. Ach, guck mal, hier Eisenkopfpfeile, sehr gut. Ja gut, dann bringen wir das zurück. Und dann freut ihr sich. Und dann machen wir hier einen Cut an der Stelle und dann werde ich nämlich jetzt erstmal die ganzen Videos, die ich gemacht habe, hochladen. Und dann sind wir nämlich gut im Rennen. Denn ich bin nämlich Ende September, beziehungsweise Anfang Oktober, nämlich auch nochmal 2 Wochen im Urlaub. Dafür muss ich auf jeden Fall auch schon mal vorproduzieren. Das ist ganz wichtig, dass wir da auf jeden Fall genügend Content haben für 2 Wochen. Damit ihr dann auch immer schön Robin Hood zu gucken habt. So, wo ist er denn? Da. I managed to recover some of your things. Maybe even all of them. This place is poorer than a church mouse. There wasn't much, but everything is precious in such a lot. All the more reason to have this back. Thank you, good Robin. You've done us a great favor. Make nothing of it. But I will. If not for you, the village may have not survived the winter. You're now a part of our community, and you'll always find a warm meal and a good night's sleep here. Thank you. I'll need that. Please don't be too harsh to the other villages. They were gullible because they were in need. I suppose you're right. But I still won't have them hear the end of it for months. No one can stop you from that. Be well, and as reasonable as you have been so far. Okay, cool. Dann reden wir es nochmal mit ihr. I hope the woods have been gracious to you. As always, Reyna. Be well. Gut. I like it. Freunde, an der Stelle verabschiede ich mich aber in die nächste Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Robin Hood Sherwood Builders. Haut rein, bis dann.